Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier mit einem Replay von der Tobi, eingeschickt aus meinem Clan mit dem mittleren kleinen Tier 4, und zwar dem Grant. Ja, mal schauen, was uns der Tobi, also die Nullen spare ich mir einfach mal, ich hoffe, du siehst es mir nach, hier zeigen kann. Wir haben die Karte Highway, wie man so schön sieht. Und ansonsten die Tendenzen beim... Ja, bei seinem Team würde ich fast sagen, so von den Spielern her. Und mal schauen, was er uns hier präsentieren wird. Gucken wir mal, was das Team so im Allgemeinen macht. Die Aufteilung erstmal schön, dass so die Hälfte sich dem 1er bzw. A1 Einser 2er Linie widmet, wahrscheinlich, und die andere Hälfte, die eher dann Heavy Panzer, so wie es sinnvoll ist, Richtung Stadt. Also das ist schon mal gut. Er fährt jetzt hier auf die Schienen. Der Grant ist nicht unbedingt der schnellste, ist eben ein bisschen vergleichbar natürlich aufgrund der Struktur mit dem Lee, dem M3. Auch hier natürlich nur die Kanone auf seiner hier Seite zu sehen, die beweglich ist. So, jetzt ist da einiges offen. Und wenn er es richtig macht, fahrt er auch so, dass er die da drüben reinbekommt. Da muss er noch ein bisschen höher fahren. Das definitiv. So, jetzt kriegt er den Sherman gut rein. Erster Hit. Ah, ein bisschen zu weit daneben. Die anderen stehen jetzt alle nicht greifbar für ihn. Aber noch keinerlei Hektik. Das gegnerische Team fährt auch noch nicht wirklich weiter. Drückt also nicht drauf, von dem her kann man das ganz entspannt angehen. Der T-180. Da hat er versucht vorzuhalten, hat aber nicht wirklich geklappt. Jetzt rusht das gegnerische Team scheinbar hier ein bisschen mehr die Stadt. Ja, genau, wenn er da... Oh. Nee, so nicht. Optimistischer Schuss. So, jetzt aber, genau, so kommst du drauf. Ah, ein bisschen mehr einzoomen, jetzt aber. Oh, fliegt auch irgendwo hin. Ja, er, der 180, den will er nicht so treffen, aber jetzt endlich. Ah, da hat er Pech, den hätte er eigentlich schon ruhig treffen dürfen. Ja, man sieht, er hat hier auf jeden Fall noch da definitiv Probleme mit dem Durchschlagen. Der ging nicht durch. Spannende Wahl der Granate, stelle ich gerade fest. Das muss wehtun. Schießt damit HE, also... Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt schießt er klassisch mit dann AP. Da kriegt er auch den Kill. 9-8 aktuell. Aber ich kann euch versprechen, hier der Schaden in dem Replay, der kommt erst noch. Und dann sieht man mal, dass der Grant auf jeden Fall Potenzial hat. Schöne Flames, klassisch. Oh, Kette ist weg. Da muss er reparieren, dass er hier auf den drauf kommt. Erster Hit. Und zweiter Hit. Der Reload ist schön schnell und dann hat er auch einen vernünftigen Schaden. Also das ist ganz klar ein Pro für den Panzer. Jetzt steht er hier ganz alleine auf der Nullerlinie gegen doch sehr viel Gegner. So. Da hat er natürlich das Glück, dass er da gegen Tier 2 und Tier 3 ankommt. Nimmt erstmal den Medium wahrscheinlich raus, genau. Der 2D kommt gar nicht erst durch.
180, der wird schon schwerer werden. Aber auch den, zack, weggemacht. 4 Kills. 5 Kills. Und auf einmal sind wir schon bei 1300 Schaden. Da muss man auch mal sagen, da hat er auch die Seite gut zugemacht jetzt in dem Fall. Und plötzlich steht es 13-8. Und er braucht nur noch einen Kill und dann hat er auch den Krieger. Oh, der Churchill hat sich da gut an den vorbei gemogelt. Wobei das eigentlich gar nicht möglich ist, so langsam wie er ist. Jetzt fahrt er natürlich auf den drauf. Jetzt will er sich auch den Krieger holen. Ganz klar. Churchill macht den 38T weg. So, jetzt steht er aber gut. Jetzt kann er einen schönen Sack geben. Abpraller. Aber gut, hat ja noch genug Zeit. Der sitzt. Der sitzt. Er prallt ab. Jetzt trifft er. Oh, hat nur noch 18 HP. Der Churchill wurde von der Stuck geholt. Aber mit dem Krieger schaut es natürlich schlecht aus. Drüben Su-85 ganz weit weg. Letzter Gegner. Su macht auch jetzt hier den Archer weg. Jetzt wird es nochmal interessant, wer jetzt den Krieger bekommt, beziehungsweise ob er den Krieger bekommt. Er wartet jetzt hier erstmal ab, ob der AMX 38 wahrscheinlich vielleicht was aufmacht. Oder natürlich das Stuck. Wie gesagt, ich finde es auch immer mal schön, um mal so Low-Tier zu zeigen. Natürlich sind die High-Tier-Gefechte ab und an spannender, aber wie gesagt, das Game besteht eben nicht nur aus High-Tiers oder Tier 7, 8. Deswegen auch mal solche Replays. Und vielen Dank an den, auch nochmal nebenbei gesagt, an den Zuspruch. Und an die vielen tollen Kommentare, die ich in letzter Zeit wieder lesen darf. Und natürlich auch die Abonnenten, die jetzt zahlreich hinzugekommen sind zuletzt. Also auch da, ich freue mich über jeden Einzelnen. Deswegen ganz nice, dass ihr alle zuguckt. So. Mit 18 HP würde ich natürlich jetzt auch keine Sprünge mehr machen. Er schreibt auch, sorry, no structure left. Structure würde ich jetzt natürlich eher sagen. Ist aber auch klar, dass er da jetzt nicht der ist, der das Frontschwein machen sollte. So, Su ist offen, aber oh, noch ganz weit außerhalb seiner Throwing Range. Also bis er da drauf wirken kann, da dauert es noch ein bisschen. Jetzt kommt er gleich rein. Stuck wird den gleich aufmachen, schätze ich mal. Wir schauen uns das mal aus der Vogelperspektive an, meine Damen und Herren. Da ist die Su. Su kommt auf dem Grand auch drauf. Mal schauen, ob er hier... Oh, noch ein Hit. Mach den Hit. Nein, der prallt ab. Kriegt er noch. Oh, da kriegt er den Krieger und macht 1800 Schaden. In einem Tier 4 Battle, da darf man schon sagen, das war schön. Da gibt es zu Recht das Panzerass und der Schaden definitiv darf sich sehen lassen. Ich hoffe, euch hat es auch mal wieder gefallen, ein bisschen in den kleineren Tiers vorbeizuschnuppern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Ich wünsche euch alles Gute. Der Aikaramba.